einen wunderschönen guten Morgen. Okay. Guten Morgen kann ich nicht mehr sagen. Wir haben es 13.34 Uhr. Ich sehe gerade mein letztes Stück Börek auf. Wir sind. Was suchen wir jetzt? Seht ihr das hinter mir? Schneechaos bei uns. Wir sind hier aus Bayern und übelste Schneechaos. Wir fahren ja heute in den Centerpark. Ich hätte vielleicht vorher aufessen sollen. Warte mal, ich esse auf und dann nochmal. Schaut, was das bei uns für ein Schneechaos geworden ist. Heute in der Früh war noch kein Stück Schnee, es war noch alles grün. Und hier sieht es gar nicht so schlimm aus, aber in der Stadt, die Leute fahren, als ob wir 30 Meter Schnee hätten. Das ist echt krass. Hier sieht es ja echt noch harmlos aus. Wir fahren auf jeden Fall jetzt in den Centerpark. Haben uns jetzt vorher noch was zum Essen geholt und wir freuen uns alle total. Der Kofferraum sieht aus, als ob wir für die nächsten 5 Wochen unterwegs wären. Wir sind übrigens angekommen. Wir sind jetzt im Aquamondo. Genau, die Kinder sind gerade auf Toilette, deswegen stehen wir jetzt hier gerade. Außer die nicht, die hat ja eine Windel an. Und ja, jetzt schauen wir mal, was es hier alles so gibt. Ich glaube, das sind so die Spielhallen und so. Das hier ist das Bowling Center. Das muss man aber dazu buchen, wenn man da spielen will. Aber ich glaube, das ist auch erst am Abend geöffnet, oder? Wir haben es jetzt 15 Uhr. Wir dürfen auch erst um 16 Uhr ins Häuschen, würde ich sagen. Es ist doch ein süßes Häuschen. Und da sind solche Cars zum Fahren, solche Quests. Also ich glaube, hier ist wirklich so ein Indoor. Ah, schaut mal, da ist es noch ganz groß zum Klettern auch. Hier ist ganz viel zum Klettern. Richtig cool. Und hier ist eine Chill-Ecke, oder wie? Was ist das? Das ist ja süß. Kletterparadies. Ah ja, da schaut's. Da steht dann auch immer, was es kostet. Das sind so zusätzliche Sachen. Aquamondo zum Beispiel ist mit dabei. Das sieht süß aus, oder? Das ist richtig schön. Also die haben so eine richtig schöne Anlage sich hier aufgemacht. Richtig cool. Wir laufen da vorne. Ja, wir erkunden. Also wir sind noch total, wir wissen noch nicht wirklich, wo was ist. Was sagt mein Kind gerade? Schau mal, hier ist auch ein bisschen was zum Shoppen für die Mama, ne? Ein Shoppingcenter. Und es gibt sogar ein Shoppingcenter, wo dann auch ganz frische Brötchen und alles ist. Also man kann hier auch alles kaufen. Mega. Mega. Das Ganze heißt Nahkauf und das sind die Öffnungszeiten auch gut. Sonntag hat er sogar offen. Bella räumt hier Schnee. Hier wird es immer mehr und mehr. Das ist übrigens unser Ghetto. Oh Gott, ist das hier schön. Voll. Wir haben die Hausnummer 447, kommen aber echt noch nicht rein, weil das wirklich erst um 16 Uhr freigeschaltet wird. Wir haben da solche Dinger, die hält man da dran und ich kann es ja mal probieren, ich kann es euch mal zeigen, wartet mal. Solche Dinger, die grünen sind jetzt von den Kindern, aber dann müsst ihr trotzdem die Tür aufgeben, wir haben weiße. Naja, passiert noch nichts. Ja, und der Papi, die steht hier im Schnee, die süße Maus. Papi lädt gerade das Auto aus. Bella ist am Schuppen. Mega. So schön. Uhu, wie ihr sehen könnt, Türe von innen. Oh, überall Schnee. Ich habe noch gar nicht überall reingeschaut. Wir sind gerade erst rein. Die Kinder haben. Wow. Kinder haben gerade alles reingetragen. Ich habe selber noch nicht einmal gesehen. Oh, sogar ein Kamin. Oh, ist das schön hier. Wow! Ja, hier können wir richtig Sonnenliege. Amelie? Ah, hallo! Schau mal, das ist ein Ofen! Das ist heiß, da darf man nicht dran lang, so wie zu Hause. Wir sind angereist für die nächsten 10 Wochen. Ja. Oh, ein Hochstuhl! Das ist ja cool. Und ein Laufstall. Perfekt, Amelie, das ist dein Gefängnis. Ach, wie süß. Eine kuschelige Ecke. Das ist ja süß. Mit so kleinen Vorhängchen. Und eine zweite Etage haben wir auch noch. Fernseher. Sehr schön. Wir schauen gleich mal hoch. Mega. Die Amelie ist auch schon am Hochlaufen. Ja, lauf hoch. Und da ist auch noch was, oder? Was ist da? Da habe ich noch nicht reingeschaut. Was, Toilette? Ein Klo. Sehr schön. Klein, aber fein. Jetzt gehen wir mal hoch. Komm, wir gehen hoch. Wir haben übrigens, was habe ich gesagt, was wir gebucht haben? Premium, habe ich gesagt. Da ist sogar so ein Treppen. Ich weiß gar nicht, wo das funktioniert. Aber wie zu Hause bei uns, ne? Nur wahrscheinlich besser, dass es nicht gleich kaputt geht. So ein Treppenschutz, ne? Oh, es ist hier kuschelig warm. Ja, wir sind im Allgäu, ne? Ist das unser Zimmer? Nee, das ist unser Zimmer. Okay.
Süß, nee. Also richtig süß gemacht. Das ist von euch. Ja, genau. Ihr müsst euren Tresor irgendwo anders hinbekommen. Stört dich der Tresor? Nee. Was soll denn woanders hin? Weiß nicht. Ach, ihr habt auch Kühe. Aber ihr wollt das Zimmer? Ja, ah, wechseln. Ihr wollt das mit dem Fernseher, so wie zu Hause. Na, wisst ihr, habt ihr gehört, ne? Hier gibt es sogar einen Tresor. Mal gucken, wie das funktioniert. Als ob wir was Wertvolles hätten. Ja, ich bin heute in voller Montur. Leute, ich habe es wirklich euch als allererstes gezeigt. Ich habe selber noch nicht gesehen und dachte, ich nehme die Kamera mit, um meine Emotionen gleich. Richtig schön. Also richtig und vor allem so neu alles und sauber und richtig gut. Was ist das noch ein Bad? Ja, das Bad, Dusche. Boah, so eine will ich zu Hause, Schatz. Boah, das sieht aus. Wisst ihr, wie das aussieht, als ob das da noch Meilen weitergeht? Aber das ist einfach nur eine Tapete. Mit Regendusche und Bodentief. Richtig cool. Ein Hocker sogar für die Kinder. Mega, finde ich immer cool. Hi. Ein Föhn und so ein Toilettensitz. Also man merkt schon, dass das halt neu hier alles ist und total kindergerecht vor allem. Papi probiert das jetzt gleich mal aus. Sehr cool. So was Ähnliches wie wir zu Hause haben. So ein Kern, glaube ich. Ja. Ah, du musst hier drehen in der Aufnahme. Aha. Und da, wir haben alle solche Bändchen, die müssen wir auch noch anziehen. Ja, da ist zu, Ami. Ja, da ist zu. Test es gleich mal, gell? Wie zu Hause, ja, dass jetzt immer drunter fällt. Und wie gefällt es dir? Komm her. Schön, gell? Voll. Hast du jetzt gerade die Spülmaschine aufgelegt, obwohl noch was drinnen war? Du doch auch? Ja. Okay, der vor. Wir machen halt alles sauber vor. Aber ausräumen war nicht, oder? Müssen wir wie zu Hause. Schön. Frag mich, wo geht denn? Hier gab es sogar so, wir haben ein Küchenset automatisch dazu gebucht gekriegt. Und das ist hier so ein Schwamm und sowas, das ist voll süß. Ich habe nämlich ausgepackt, was das ist. Hier sind auch so Küchenutensilien, wir können ja mal rein. Also da habt ihr ja gerade reingeschaut, da ist volle Geschirrspül. Da sind Töpfe, also man kann auch alles kochen. Ist dann vielleicht auch noch Kühlschrank was drin? Nee. Da räumen wir jetzt gleich rein. Da haben wir ja so ein paar Sachen mitgenommen von zu Hause. Da ist Ofen. 16:10 Uhr, das geht gar nicht auf. Was müssen wir gucken? Wo es Holz gibt. Meinst du? So müssen wir vielleicht Holz kaufen oder ist das schon mit dabei? Aber wir haben nicht mal Feuerzeug oder so. Ich habe auch kein Feuerzeug mit. Vielleicht müssen wir nur heizen mit Heizung. Ja, nicht so schlimm. Wir heizen ja zu Hause schon mit Feuerzeug. Ich muss überall reinschauen. Schau mal, wir hätten Toast. Hast du Toastbrot mitgenommen? Voll geil. Ah, ja. Wasserkocher, Toastbrot. Ich kann doch kaufen. Kaffee hast du jetzt auch nicht mitgenommen, gell? Papa war so sparsam beim Einpacken. Mega. Mega! Umbella. Papa hat, räumt schon den Kühlschrank ein. Wir haben halt komplett alles aus dem Kühlschrank, was wir so hatten, mitgenommen, damit es halt zu Hause nicht kaputt geht. Auch keine Müsli mitgenommen. Müsli habe ich mitgenommen. So, aber die Milch habe ich halt nicht mehr. Also daran habe ich dann ja, noch. Meist, wenn wir heute rausgehen, nehmen wir Milch. Mit. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon am Tag 2. Wir waren gestern noch baden und alles. Und da weiß ich nicht, kann ich euch ja schlecht mitnehmen. Papi war jetzt gerade im Nahkauf und beim Bäcker. Oder wo war sie? Nur beim Nahkauf? Oder auch beim Nahkauf. Nur beim Nahkauf. Da hat er frische Brezeln geholt, Semmeln, frische. Oh, Croissants, Schoko-Croissants, Donut, Milch, wo wir vergessen haben. Exquise, ehrlich gesagt, das kostet alles doppelt so teuer wie im normalen Laden. Also wenn ihr hierher kommt, dann nehmt einfach die Sachen von zu Hause mit. Aber wenn ihr so schusselig seid wie wir oder halt auch frische Sachen, ne? Frische Semmeln oder so, kaufen wir schon jeden Tag Fisch. Aber ansonsten empfiehlt man sich wirklich, das lieber von zu Hause mitzunehmen. Achso, Toast hast du auch noch gekauft. Was kostet Toast? Ist jetzt noch interessant. Von Rewe. 1,89 glaube ich. 1,89. 1,60. Ja, das geht ja eigentlich nicht mal das Doppelte, weil Toast kostet ja mittlerweile auch schon 1,90. Ja, aber Milch und sowas ist halt teuer, weil du sowas ja nicht so brauchst. Ist ja egal. Wir frühstücken jetzt erstmal. Es ist jetzt schon abends. Wir sind alle geduscht und wieder zurück. Ein bisschen schwierig, euch immer mitzunehmen, aber wir waren jetzt den ganzen Tag wieder im Aquamondo. Das ist so schön dort. Jetzt machen wir noch hier eine Runde Brotzeit. Die ganze Zeit wollten wir Tomatennudeln mit Soße machen. Tomatennudeln mit Soße? Nudeln mit Soße machen. Haben wir ja vergessen, zu Hause mitzunehmen. Deswegen gibt es heute wieder Brotzeit. Macht nichts. Im Nahkauf hätten wir es kaufen können, aber das ist zum Laufen. Ja, wir sind Zone 4, da läuft man schon. Wie lange laufen wir? Viertelstunde? Viertelstunde, genau. Und Viertelstunde hin, Viertelstunde zurück ist schon ein bisschen was. Deswegen machen wir jetzt hier nochmal Brotzeit und dann gehen wir aber noch in den Indoor-Bereich.
in das Spieleland. Zeige ich euch dann auch noch. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr jetzt viel seht, aber total verschneit alles. Es ist jetzt, keine Ahnung, wie viel Uhr haben wir? 6 Uhr abends? Ja, 6 Uhr. Ja, ja. Also es sieht alles so richtig idyllisch und verschneit aus. Richtig, richtig schön. Der kleine Zwerg da. Haben wir Schneeanzug angezogen. Die Schneesachen haben wir ja Gott sei Dank mit. Bei uns, aber zu Hause, liegt noch mal mehr Schnee. Also das ist hier eigentlich Pillepalle. Also wir sind ja Schnee gewöhnt. Sehr schön. Oh, schaut mal, wie schön das beleuchtet hier ist. Richtig, richtig idyllisch. Und das hier, das ist das, da ist das Aquamondo eben. Und da ist der Eingangsbereich eben, wo wir jetzt halt gleich reingehen. Da sind die ganzen Rutschen, da sind wir heute schon gerutscht, das sieht man jetzt gar nicht, das dampft hier alles. Aber richtig, richtig schön haben die das auch mit der Beleuchtung und allem gemacht. Ne? Und bis 23 Uhr können wir jetzt in den Indoor-Spielplatz, der ist übrigens auch in diesem Häuschen drin. Schaut, und das meine ich, man kann einfach solche Bollerwagen sich ausleihen, also brauchst du auch gar keinen Kinderwagen oder sowas mitnehmen, weil sowas ist einfach hier vor Ort kinderfreundlich ohne Ende. Hier können wir einen kleinen Blick erhaschen in das Badeparadies. Da waren wir ja heute den ganzen Tag drin und gestern auch schon. Also es ist echt wunderschön. Schaut mal mit den Palmen und alles. Es ist so, so schön gemacht einfach nur. Wir sind jetzt hier gerade hier oben und gucken gerade, da kann man sogar schaut, Tischtennis spielen. Hier sind auch überall Pflanzen und Co. Also es ist wirklich cool gemacht. Also ich sag ja, ich bin so begeistert. Dass ich definitiv, wir werden wiederkommen. Das ist echt mega, mega schön. Hallo, wer bist du denn? Ja, los geht's. Da auch alles so schön beleuchtet. Also, wir sind jetzt übrigens im Indoor-Spielplatz. Der ist natürlich gut besucht, deswegen ist es ein bisschen schwieriger für mich, das hier so richtig euch zu filmen und zu zeigen. Aber ich versuche mal mein Bestes, ne, was ich zeigen kann. Also, das ist richtig cool gemacht. Ne? Da oben können die rumhüpfen, turnen, rutschen, klettern. Meine Großen sind auch alleine unterwegs. Die Kleine ist hier in dem Bereich drin. Da ist halt für die Kleinen gemacht, zeige ich euch gleich. Also schau, mega coole Rutsche, da kann man rumdüsen, ein bisschen Pirat spielen, hier auch. Also der ist echt richtig, richtig schön aufgebaut und hat jetzt auch irgendwie was vom Urlaubsflair. Ne? Also da ist auch so eine Riesenrutsche, da oben geht es so richtig hoch am Turm, da können ja Gott sei Dank die zwei Großen wirklich alleine alles machen. Das ist echt mega schön. Ich glaube, das ist der Eingang, oder, wenn ich es richtig lese. Hier gibt es sogar auch einen Popcorn-Automat. Da riecht es immer. Das letzte Mal, da sind wir vorbeigelaufen, 2 Euro für Popcorn und aber auch Snacks und sowas. Aber Leute, nehmt das euch mit. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Guckt mal, ach so, wenn man das immer eingibt. 5,7 für Hanuta, 1,50 Euro. Ne? Also, wie halt so die Automaten sind. Was kostet das Kinder-Country? 34, das muss man auch noch schauen. 1 Euro für ein Kinder-Country. Jo, aber gut, das ist ja normal. Aber da könnt ihr echt von zu Hause ja alles mitnehmen. Ihr habt ja Kühlschrank und alles. Ja, das ist so cool, oder? Und das ist eben auch inklusive, weil da fragen auf Instagram, da habe ich ja schon ein paar Einblicke euch gezeigt. Da haben mich auch super viele gefragt und das ist einfach auch schon mit dabei alles. Also da müsst ihr nicht zusätzlich Eintritt zahlen, sondern man geht, ich kann das euch so schlecht zeigen, aber da vorne geht man rein und dann kommt man hier eben durch. Eltern können hier gemütlich sitzen, wenn sie nicht so ein Kleinkind dabei hätten wie wir. Was das hier war, weiß ich nicht, aber ich glaube, hier gibt es immer wieder Wachstände, bitte beachten Sie, dass die Aktivität erst für Kinder ab 4 Jahren. Also irgendwelche Aktionen, glaube ich, gibt es hier auch immer wieder. Keine Ahnung, oder kann man da Armbänder kaufen? Bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Da gibt es aber auch eine Baluba-Bar. Hier gibt es echt mega viel. Und da ist auch wieder was zum Essen. Hier kann man ja auch überall essen. Ne? Hier kommt man überall auch immer wieder zu Essensständen. Schaut, und hier ist sozusagen der Kleinkindbereich, da wo die ganzen Bälle und sowas drin sind, da geht man hier rein, aber es sind sehr viele Kinder, das kann ich so jetzt alles gar nicht filmen. Genau. Schaut mal, wie süß das ist so süß gemacht, die Amelie ist hier, Tornado, die ist hier so schnell und da kann man sie nämlich, warte, jetzt. Warte, ach, will sie nicht aufstehen, jetzt. Wie schnell sie ist. Und das geht die ganze Zeit so. Ich habe mich jetzt schnell weggeschlichen, weil ich gesagt habe, ich muss schnell Nudeln kaufen für morgen. Aber ich muss ja natürlich hier auch noch reinschauen. Also auch solche Sachen kann man hier kaufen. Sowas teuer oder nicht teuer? Ich glaube, so
so wie im Laden auch, oder? Ganz normale Preise. Also auch Spielzeug kann man Kuscheltiere. Eigentlich sollten wir hier da Rabeneltern. Wir haben das Kuscheltier von der Luana vergessen. Per Patrol. Ja, wir Rabeneltern, da hat sie schon geweint, hätten wir hier auch eins kaufen können. Aber jetzt haben wir ihr Schnuffelt. Süß. Wie viel kostet das? 40,95 € sind die irre für ein Kuscheltier, wo dann in der Ecke flackt. Aber okay. Ja, also auch sowas, Lotte Karotte, Spiele, jede Menge Spiele. Und jetzt sowas, ich glaube, das ist ganz normale Preise, oder? 9,99 €, da kann man, glaube ich, nicht sich beschweren. Für so einen Laden. Kniffel, Uno. Uno kostet so immer 5,99 €. Okay, so ein bisschen teurer. Den Preis hätte ich jetzt gewusst, oder? Kann mich aber auch voll täuschen. Rucksäcke, Lego City. Ja, Pony-Sachen, Accessoires, Mitbringsel, Spielsachen. Ja, ja, ich muss mich aber jetzt beeilen. Ich kann euch gar nicht so viel zeigen, weil ich ja eigentlich in den Nahkauf schnell eine Packung Nudeln kaufen sollte. Und jetzt bin ich schon wieder hier am... Ach, so eine Zahnfee-Dose. Am Rumstöbern, 1,95 €. Ist das süß? Voll. Oh, Little Dutch sogar. Ihr wisst, ich bin ein mega Little Dutch. Oh, der Scooter ist geil. Ich bin ja so ein Little Dutch Fan. Wir haben ja, diese haben wir. Ich finde die Sachen so schön. Also Little Dutch ist echt eine mega, mega schöne Marke. Und vor allem diese Holzsachen, ne? Also wunderschön. Und sogar Anziehsachen, gell, kann man hier kaufen. Krass, Gummistiefel. Also alles, was das Herz so begehrt. Ne? Also echt der Wahnsinn. Okay, ich kann es euch mal zeigen. Richtig cool. So, jetzt gehen wir aber in Nahkauf. Dino-Puzzle, Pokémon. Irgend sowas, Kids, bla bla. Richtig, richtig viel Auswahl hat man hier. Bikini. Oh, Bikini sogar. Wollt ihr einen neuen? Okay, aber das ist jetzt nicht so meine Klasse. Aber sogar Schlitten. Das kostet so ein Schlitten 19,99 €. Also genauso wie jetzt so normal auch, oder? Also schätzt die jetzt nicht teurer ein. Und hier auch so ein Bobschlitten 49,99 €. Seifenblasen. Also jede Menge. Dann hat man ja hier das Paradies. Am Bankautomat gibt es übrigens auch. Jetzt gehen wir aber in den Nahkauf. Und hier ist der Nahkauf. Nahkauf heißt der. Also man kriegt ja hier eigentlich alles so gefühlt, ne? Oh, quetsche ich sogar. 1,19 €. Okay. Hier überall. Aber die Preise sind halt schon... Kinderpinguin 3,29 €. Sind schon deftig, würde ich sagen, ne? Also Schnäppchen findet man hier jetzt eher weniger. Kilo 3,99 € für Äpfel. Ja, Eier, aber man findet hier echt alles. Ja. Ganz viel Wurst. Was wollte ich hier nochmal? Nudeln, genau. Nudeln. Nudeln, Gewürze. Ja, ist halt ein kleiner Supermarkt, der es in sich hat. Vielleicht zeige ich es euch morgen nochmal gemütlicher und langsamer. Also Wasser bekommt man hier auch. Wenn wir, ich und die Bella wollen morgen in der Früh noch schnell Semmeln holen, frische. Habe ich mehr Zeit, aber ich suche gerade die Nudeln, irgendwie finde ich die nicht. Sie sieht, sind schon deftige Preise, ne? Also teurer wie normal. So, Nudeln und Tomatensauce habe ich direkt aufgefunden. Und ja, das sollte man definitiv zu Hause mitnehmen. Aber wir haben es halt einfach vergessen. Welche Nudeln nehme ich jetzt? Schwierig. Übrigens habe ich jetzt doch keine Nudeln gekauft, weil ich mir dachte, ich gehe ja eh morgen mit der Bella. Ich glaube, ich habe einfach nur einen Grund gesucht, um auch mal alleine hier ganz Ruhe durchzustöbern. Das ist mein Mann, ist gleich sagt, dann schimpft er mir wieder. Oh Gott, was sind das für coole Hausschuhe, aber ich liebe das einfach. Mit denen kann man nicht in Ruhe gucken. Ohne Scheiß, die ziehen einen immer durch den Dingen. Da kann ich nicht so wie jetzt mit euch hier durchlaufen, mir das Puppenhaus anschauen. Kennt ihr bestimmt, oder? Geht nicht. So, jetzt muss ich das wieder versuchen. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist unser letzter Tag. Da gibt es übrigens so einen Waschsalon. Und ich bin gerade mit der Bella am Vorlaufen zum Haupthaus sozusagen, um Semmelchen zu kaufen zum Frühstücken. Ja, da sieht man jetzt auch mal von außen, sieht man das? Ja, die ganzen Rutschen, wie es da dampft. Hier wäre also im Sommer, haben wir gesagt, kommen wir auf jeden Fall nochmal her, weil da gibt es nämlich zum Beispiel auch einen Spielplatz. Also richtig, richtig cool. Und auch Bauernhof und noch ganz viel mehr Attraktionen, die einfach jetzt zu kalt sind, wenn wir nicht nutzen können. Aber wir haben schon gesagt,
am Wochenende irgendwann mal, nicht in den Ferien, in den Ferien wollen wir nicht herkommen, weil dann wird wahrscheinlich wieder die Hürde los sein, einfach mal an irgendeinem Wochenende, so wie jetzt, kommen wir auf jeden Fall nochmal her. Hier ist übrigens auch alles beschildert, man kann sich eigentlich nicht verirren. Da kann man zum Beispiel im Sommer auch rumklettern, das ist richtig cool. Schaut euch bitte die Landschaft an. Ich finde, ich habe zu mir gesagt, die haben schon ein bisschen Glück mit dem Schnee, weil das Ganze irgendwie das hier so hier romantischer macht. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es macht es total idyllisch. Idyllisch. So, jetzt holen wir noch beim Wecker frische Wände. Und dann laufen wir wieder zurück. Eingeshoppt haben wir auch ein bisschen, das kann ich euch zeigen, wenn wir wieder auf dem Zimmer sind. Und dann wird erstmal gefrühstückt. So, wir sind wieder zurück im Zimmer. Ich wollte euch ein Foodhaul machen, aber das Kind lässt mich hier gerade nicht. Papi baut hier mit der Fellbestellung. Wir haben das ja in groß und irgendwie kam das jetzt hier in klein. Irgendwie das Falsche. Also das war nicht so gedacht. Aber anscheinend kann man damit auch was Cooles bauen. Amelie, darf ich ein Foodhaul machen? Nee? Hier haben wir frische Semmeln geholt. Frisch vom Bäcker. Richtig leckere Semmelchen. Und komm, wir machen ein Foodhaul zusammen. Was haben wir gekauft? Pack mal aus. Einmal einen Toast. Was hat der gekostet? 1,09 Euro. Wie oft ist der Kassenzettel? Ah, hier, kann man ja nachschauen. Was hat der gekostet? Nee, das ist der Bäckerkassenzettel. Einmal haben wir eine Pizza geholt. Die machen wir heute nach dem Schwimmen. Einmal Salami, einmal Speziale. Hat gekostet 3,59 €. Einmal ein Paket Nudeln, 1,99 €. Da ist der Kassenzettel. Und was hat das Toast gekostet? Das Toast hat gekostet 1,69 €. Und was haben wir noch gekauft? Packen wir aus. Einen Apfel. Und noch einen Apfel. Wow, da freut sich jemand über den Apfel. Apfel hat das Kilo 3,99 € gekostet und einmal Miracoli, das hat gekostet, ach, ich hab's vergessen, jetzt ich auch mit dem Schirm. Miracoli hat gekostet 2,19 €. Genau, da machen wir heute Tomatensauce und Pizza machen wir heute nach dem Schwimmen. Heute lassen wir es uns ganz gut gehen, am letzten Tag. So, angekommen und jetzt werden wir erstmal gemütlich frühstücken. Wie zu Hause, oder? Ganz genauso wie zu Hause. Wie immer habe ich das Ende vergessen. Es war ein wunderschönes Wochenende und wir haben definitiv gesagt, wir machen das auf jeden Fall nochmal und öfters. Und wir wissen gar nicht, warum uns Centerparks gar nicht so ins Auge gefallen ist. Auf Instagram habe ich euch gezeigt, da habe ich auch einen Highlight-Ordner euch erstellt, was wir nicht so toll fanden. Ich weiß nicht, ich glaube, das habe ich hier gar nicht auf YouTube so ganz genau gezeigt. Also auf Instagram, aber im Highlight-Ordner könnt ihr nachschauen, auf Lisa Schnapper. Ist auch in der Infobox verlinkt, mein Instagram-Account, da könnt ihr allgemein immer mal rüberhüpfen. Da habe ich euch die leckere Duschbrause gezeigt und die schönen Haare. Ja, ist für die Ewigkeit im Highlight abgespeichert, aber sonst waren wir echt super, super zufrieden, kann ich echt nicht meckern. Es war sehr neu, vieles. Die Sauberkeit war auch in Ordnung, also nicht überempfindlich, also dass es übermäßig krass sauber war, aber auch nicht dreckig oder sowas. Also ich für den Preis, was wir gezahlt haben, so das interessiert wahrscheinlich auch ganz viele, habe ich auch im Highlight-Ordner auf Instagram abgespeichert mit der Rechnung und sowas. Da könnt ihr nochmal alles genau nachschauen. Wir hatten ja das Premium-Haus und wir haben jetzt halt für das Wochenende 470 € gezahlt. Ja, da ist aber der Park, also dieses Aquamondo, schon immer mit einberechnet. Und wenn wir zu fünft eben Aquamondo buchen würden, würde es pro Tag 130 € kosten. Also finde ich, da lohnt sich das Häuschen mit Übernachtung auf jeden Fall. Also da sind wir jetzt besser weggekommen für die Tage, als wenn wir nur Aquamondo für einen Tagesausflug gebucht hätten. Aber da müsst ihr mal gucken. Guckt einfach immer mal, ob da mal wieder ein Angebot oder sowas ist. Genau, das, da variieren ja die Preise immer, ne? Nach Tag, nach Nachfrage und Co. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ihr habt ein bisschen Inspiration bei dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen, über ein kostenloses Abo natürlich auch. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Übrigens, ich bin nicht krank oder so, ich bin nur ungeschminkt, weil es auf Instagram ja immer auch häufig kommt, weil ich benutze ja nie Filter oder sowas. Und immer wenn ich ungeschminkt bin, dann kommt dann immer gleich wieder, Lisa, bist du krank? Nein, nur ungeschminkt. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!